einfach schön bei dir zu sein. Man ist immer gedacht, es ist einfacher, nach Imst zu kommen, als nach Uganda zu fliegen, um dich zu treffen. Ja, das ist ein bisschen kürzer. Wie geht es denn dir überhaupt? So quasi jetzt die Berg, die hast du ja in Uganda nicht, gell? Wir haben 5000er in Uganda. 5000er? 5000er. Oh. Wir haben Gletscher in Uganda. Bist du wahnsinnig. Siehst du, so wenig weiß man davon, ja, gell? Wir haben Hügel, wir haben Wasser, wir haben den Viktoriasee, der ist 1,5 Mal so groß wie die Schweiz. Ja. Wir haben den Nil, wir haben andere große Seen, wir haben Steppen, wir haben Nationalparks. Also es wird sehr stark bestätigt, dass Uganda Teil vom Paradies war. Aha. Am Ende, aber ich kann mir es gut vorstellen. Es ist ein wunderbares Land, es wird nie kühler wie 17 Grad, nie heißer wie 30 Grad. Oh, ja. Wir sind ca. 1500 Meter hoch, das ganze Land, und fruchtbar bis zum geht nicht mehr. Ja. Wir haben genug Regen, wir haben genug Sonnenschein, und die Menschen sind sehr liebenswert. Ich habe noch nie ein negatives Wort wegen meiner Hautfarbe, im Gegenteil, große Freude. Und sie heißen alle willkommen. Also ich bin super glücklich. Das glaube ich, ja. Man merkt es, wenn man dich sieht. Danke, danke, danke. Na, sie haben mich total aufgenommen und ich habe auch schon einen organischen Pass. Mhm. Aber ich habe ihn nicht genommen, bevor ich nicht sicher war, dass ich den europäischen auch behalten kann, weil ich wollte meine Wurzeln nicht verleugnen. Ja. Aber wenn ich einen hergeben müsste, würde ich den EU-Pass hergeben. Aha. Ja. Ich bin eine Afrikanerin geworden. Ich liebe diesen Kontinent und ich wollte ja nie hinunter, weil ich immer so gelitten habe, schon allein mit der Vorstellung, was diese Farbe Afrika an Schmerz bereitet. Absolut, ja. Mit der Kolonialisierung, mit der Sklaverei, der Ausbeuterei, dass wir ihnen immer wieder die Botschaft gegeben haben, was wir bringen, ist besser als das, was sie haben. Mhm. Afrika wird der Welt noch zeigen, wie man als Reich Gottes Bürger lebt. Ich garantiere das. Also ich glaube das auch, dass da ein Shift sein wird in verschiedenen Dingen. Der Benny Hinn hat prophezeit jetzt schon einige Male, dass nächstes Jahr, 2022, in Uganda eine Erweckung kommen wird, wie man sie noch nie gesehen hat. Und es deutet alles darauf hin. Und seit ich in Afrika bin, höre ich immer wieder, die Erweckung der Welt oder sagen wir, dieses Einholen der großen Ernte kommt von Uganda aus. Und und die Uganda, die haben einen heißen Draht zur geistlichen Welt, zur dunklen genauso wie zur hellen. Ja. Da gibt's auch Hexer, dass du glaubst, du bist im Mittelalter. Ja. Aber man sieht, es ist schwarz und weiß. Ja. Bei uns war es jetzt jahrhundertelang grau. Genau. Grau, du hast nicht mehr gewusst, wo der Teufel sitzt. Bei uns weiß man, wo er sitzt. Ja. Und dann kann man auch richtig dagegen angehen, ja. So, also ich bin super dankbar, dass Gott mich nach Afrika verschlagen hat. Ja. Und zwar richtig mit einem Fußtritt, ja. Weil ich wusste, ich muss gehen. Und wenn ich zu Fuß nach Afrika muss, ich muss nach Afrika. Und wusste nur als Segen. Und da kannst du dir vorstellen, wie das eine Familie beruhigt, wenn deine Tochter, ihre Tochter mit 60 nach Afrika will. Die haben gesagt, die hat den Verstand verloren. Ja. Die müssen wir einsperren. Die müssen wir beschützen vor ihr selbst. Und ich habe gesagt, ihr Lieben, ich gehe nicht in Opposition gegen euch. Ich gehe im Gehorsam mit Gott und er weiß, was er tut. Ich gehe als Segen, er wird mir zeigen, was es ist. Und ich komme aus dem Schock der Freude und der Überraschung nicht raus, was Gott tut. Eine Türe nach der anderen öffnet er. Wir sind jetzt in 25 Jahren das größte Werk in Uganda geworden. Und wir haben einen Ruf, dass wir total ohne Korruption sind. Ich habe über 1000 Mitarbeiter, davon sind jetzt noch 8 Weiße, aber wir arbeiten uns alle heraus aus unserer Position, denn es ist mein voller Herzenswunsch, eine total afrikanische Bewegung freizusetzen. Sehr schön. Ja. Weißt du, die anderen haben immer nur sich selber verherrlicht, wir müssen Jesus verherrlichen. Und das glaube ich, schon allein wie ich gekommen bin, wollte ich sofort wieder zurück, weil ich gesagt habe, wo fängt man da an, aber hört man da auf, ein Fass ohne Boden. Dann hat der Herr gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Da war ich wieder so groß mit Hut, so groß. Ich sage, was tue ich dann? Dann hat er gesagt, nur jeden Tag, was ich dir zeige. Und das ist auch das Gleiche, was Jesus getan hat. Er hat nur jeden Tag getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Und das ist unser Auftrag. Wir müssen uns gar nichts einfallen lassen. Genau. Gar nichts. Ich bin ohne Pläne, ich bin ohne Erwartungen nach Afrika. Nur in dem Bewusstsein,
Gott ruft mich. Ja. Und wo er ruft, da gibt er auch alles dazu. Und das erlebe ich ganz gleich, was er mir sagt. Ich sage, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Du musst zahlen, du musst mir die richtigen Leute geben, die Plätze zeigen, du musst mir das Wohlwollen geben, die Gunst, alles. Und er tut es. Und ich stehe oft heulend in einem unserer 5 Headquarters und sage, Herr, wie haben wir das wieder geschafft? Du alleine. Und wenn Leute kommen und sagen, na, was du alles gebaut hast, sage ich, solltest sehen, was da stehen würde, wenn ich es gebaut hätte. Ich habe keinen Zirkel genommen gehabt. Sind meine wunderbaren afrikanischen Mitarbeiter. Genau. Ja. Mhm. Na, ich bin extrem dankbar, dass ich tun darf, was ich tue. Ist keine Last, eine Freude. Sehr schön. Ja. Das ist etwas, was man wirklich spürt, wenn du davon erzählst, dass das einfach wirklich aus deinem Herzen kommt und einfach auch was freisetzt, in dem, dass es Mut macht und dass es Glauben anfacht. Das ist einfach schön, gell? Wenn wir etwas tun können für die Menschen, die kommen aus Europa, wir können ihren Glauben freisetzen in einen großen Gott, ja, der so große Pläne hat, dass wenn er es uns sagen würde, würde man sagen, nein. Wenn er mir gesagt hätte, was er mir vorhat, wäre ich in den Bus nach Australien geflüchtet. Das kannst du mit mir nicht machen. Aber dann bekommt er die Ehre, verstehst du? Ja. Sonst kriegen wir sie. Also ich sage immer, wenn dein Wunsch oder dein Plan oder dein Traum für dein Leben so groß ist, dass du sagst, das schaffe ich nicht von Gott. Wenn es so groß ist, dass du sagst, das geht nicht, ist es von Gott. Hey, ich habe jetzt gerade sehr stark erlebt, die Einfältigkeit des Glaubens. Ja. Die ja uns in Europa ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir alles kompliziert machen, gell? Na, und weil wir alles selber machen. Ja, ja. Wir nennen es Glauben, aber wir machen es erst selber, weil wir erst dann, wenn wir, und das ist ja das, die Stelle, was heißt, freut euch, wenn ein mancherlei Bedrängnis kommt, weil dann hört's auf mit eurer Kraft, gell? Amen. Dann steht's auf. Amen. Und das und ist für Corona. Dann musst du dein Glauben, dann musst du schauen, was für ein Glauben hast, gell? Und das hat Gott jetzt bewiesen. Genau. Und ich habe jetzt gerade in Albanien wirklich beschämend, weißt, in den letzten Dörfern, wo du nichts vermutest, wo sie mich gebeten haben, bitte schön, ja, nur ganz eine kurze Botschaft und ganz einfach, weil die können es nicht backen. Und danach erzählen die einfachen Leute, was die erlebt haben mit Gott. Amen. Da hat's da die Sicherung raus, gell? Amen. Weil sowas, bei uns wissen die Leute alles Mögliche und haben aber nichts erlebt, gell? Amen. Und dort wissen's wenig. Amen. Und erleben die Kraft des lebendigen Gottes, gell? Ja, ich sehe das eben wie in der westlichen Welt. Wir haben jetzt jahrhundertelang vom Baum der Erkenntnis bezogen. Ja. Und die Afrikaner oder diese armen Länder, auch Indien, die sind vom Baum des Lebens genährt worden. Mhm. Und das tut mir so, ich war da immer mehr da unten wieder oben. Und darum fühle ich mich so wohl bei den Afrikanern. Da muss man den Tag entfalten lassen. Da muss man alles sich beschenken lassen. Da muss man empfangen lernen. Mhm. Und das haben wir haben das, weißt du, in Europa, und ich war auch ein Teil dieser Bewegung, Gott hat zu mir einmal gesagt, du bist eine Hure. Sag ich, wie bitte? Kein Mann weit und breit und ich soll eine Hure sein. Das muss man jetzt erklären. Dann hat er gesagt, du verkaufst dich. Du tust, was Leute möchten, damit sie dich lieb haben. Dann bin ich so erschrocken. Dann hat er gesagt, Maria, was willst du im Leben? Geliebt werden oder respektiert? Natürlich, ich wollte geliebt werden. Ja. Dann hat er gesagt, kann ich dich leider nie verwenden. Dann bist du kaufbar, manipulierbar. Und seitdem habe ich gesagt, Herr, ich will nur mehr noch respektiert werden. Dann lieben dich die richtigen Leute und ich weiß, ich bin in Ordnung mit Gott. Dann vertrete ich nämlich den Platz Gottes, aber nicht meine. So, Gott, ich stelle mich ihm zur Verfügung, er kann machen mit mir, was er will, wie er will, wann er will, wo er will, kann mich auf null reduzieren. Aber, und das ist immer meine Bedingung, er muss seinen Namen verherrlichen. Er soll mich zum Segen setzen für die Menschen und mir Freude geben, die die Welt nicht geben und ich nehmen kann. Mhm. Dann bist du auf der richtigen Spur. Richtig, ja. Einfach schön, ja.